Eine Woche vor dem Faschingssonntag findet im Rupertiwinkel das große Preisschnalzen der Apperschnalzer statt. Quasi zum Aufwärmen für den Saisonhöhepunkt messen sich zwei Wochen davor die Walsitzenheimer Passen beim Gemeindeschnalzen. In diesem Jahr sind die Walser Schnalzer die Organisatoren des Gemeindeschnalzens. Da kann man nur hoffen, dass sich die harte Vorbereitungszeit gelohnt hat. Die Startreihenfolge ist wohl das Einzige, was die Walsitzenheimer Schnalzer dem Zufall überlassen wollen. Für das Gemeindeschnalzen wird schon seit Stefani geübt. Und nachdem es dann heißt, auf geht's! Eine, zwei, drei, regen! Darf man sich über einen gelungenen Durchgang freuen oder bei einem weniger guten Ergebnis der Tagesform die Schuld geben? Was die Qualität des Trainings betrifft, gibt es jedoch keine Ausreden mehr. Das gilt für die Älteren als auch für die jungen Schnalzer. Für sie gilt vorerst einmal wohl nur der olympische Gedanke. Bereits wenige Jahre später hört sich alles schon ganz anders an. Wie zum Beispiel die Durchgänge der Jugendpass Sitzenheim 3. Sie darf sich in der Endabrechnung des Jugendbewerbes über den guten dritten Rang freuen. Dass auch in Viehhausen gute Apperschnalzer Jugendarbeit geleistet wird, beweist die Pass Viehhausen 1. Für die zwei gelungenen Durchgänge gibt es 137 Punkte und in Folge den zweiten Rang. Als Sieger von der Schnalzewiese gehen die Hausherren. Wals 1 nutzt den Heimvorteil und siegt im Nachwuchsbewerb. Für diesen ausgezeichneten Auftritt gibt es vom Preisgericht 154 Punkte. Apropos Preisgericht. Diese Herren sind wohl die einzigen vor Ort, die vom Preisschnalzen nichts zu sehen bekommen. Bewertet wird nur, was es zu hören gibt. Die Sicht bleibt ihnen verwehrt. Deshalb ist kategorisch ausgeschlossen, dass Bonuspunkte vergeben werden. Auch nicht für die Titelverteidiger des Vorjahres. Sitzenheim 2 muss sich diesmal mit dem 7. Rang zufrieden geben. Aus Loiger Sicht sorgt die Einserpass mit dem 9. Rang für die beste Platzierung. Gois 4 wird mit 181 Punkten und dem 4. Rang die beste Goiser Pass und verweisen die Vereinskollegen Gois 1 und Gois 2 auf die Plätze 5 und 6. Immer wieder zählt Sitzenheim 3 zum engeren Favoritenkreis. Ihnen ist sogar das Kunststück gelungen, das Gemeindeschnalzen als auch das große Preisschnalzen im selben Jahr zu gewinnen. Diesmal müssen sich die Seriensieger der vergangenen Jahre mit Rang 3 begnügen. Auch 2011 gibt es wieder eine echte Überraschung. Die Pass Viehhausen 1 wird mit 188 Punkten ausgezeichnet der zweite. Sieger des Gemeindeschnalzens 2011 werden die neuen Herren der Pass Wals 3. Sie machen es dem Nachwuchs nach und gewinnen auch ihren Bewerb. Im Gegensatz zu den Jungen ist der Vorsprung in der allgemeinen Klasse hauchdünn. Nur ein Punkt liegt diesmal zwischen dem Sieger und dem ersten Verlierer. Die Veranstalter aus Wals haben diesmal alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. So auch den Preis für den besten Pasch und, im wahrsten Sinne des Wortes, zuletzt die rote Laterne. Wals 7 ist in diesem Bewerb nicht zu unterbieten. Diese imaginäre Trophäe ist wohl die einzige, die man so schnell wie möglich wieder loswerden will. Mit intensiverem Training könnte das bereits im kommenden Jahr gelingen.